Schwalikasana, der Hund auf Zehenspitzen. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand. Von hier strecke die Beine aus und komme zum Hund. Normalerweise bemüht man sich, die Fersen auf den Boden zu geben, und bei Schwalikasana gibst du stattdessen die Fersen nach oben. Das ist dann Schwalikasana. Woher die Bezeichnung kommt, Schwalikasana, ist unklar, denn Schwalika findet man nicht in den Sanskrit-Wörterbüchern. Aber es ist auch eine schöne Bezeichnung, Hund auf Zehenspitzen. Diese Stellung dehnt den Brustkorb, hilft die Wirbelsäule lang werden zu lassen und ist auch eine gute Übung für die Schulterflexibilität. Alle Variationen von Hund findest du im wiki.yoga-vidya.de wie auch in der Yoga-Vidya-App.